Ja, wir haben noch Zeit bis 0 Uhr, können Ihnen noch viele schöne Filme vorstellen und wir schaffen auch noch viele schöne Filme. Und dieser ist uns auch ganz besonders wichtig, weil er läuft im Panorama. Das ist ja das Festival, das auch einen eigenen Preis hat. Also hier stehen gleich auch mögliche Preisträger. Und Sie wissen, die Jury ist in dem Falle das Volk. Also jeder, der in einen Panoramafilm geht, der kann auch abstimmen, kann also diesen Preis von Radio 1 vergeben, den Publikumspreis. Also hier stehen mögliche Kandidaten. Denn dieser Film, über den wir jetzt reden wollen, eine Koproduktion Kroatien, Serbien, ist ausgesprochen eindrucksvoll, sehr intensiv, lässt einen nicht mehr los. Aber ich sage auch hier an der Stelle schon mal ganz offen, es ist sehr, sehr schwierig, darüber zu reden, ohne etwas zu verraten. Also wir werden versuchen, hier nicht in irgendeiner Weise etwas zu spoilern, wie man so schön sagt, sondern vor allem die Atmosphäre des Films zu beschreiben. Ich freue mich erstmal sehr, dass die Schöpfer dieses Werkes bei uns sind. Erstmal ein sehr erfahrener und sehr berühmter Regisseur aus Kroatien, Srinko Ogresta. Hi, welcome, hello. Hello. Und ich bin natürlich sehr glücklich, dass wir die große Ehre haben, eine geradezu legendäre Schauspielerin hier zu begrüßen aus Kroatien, die dort jeder kennt und die hier eben eine große Leistung, finde ich, abliefert. Eine Figur mit so vielen Facetten, von ganz schroff, ganz wütend bis hin zu einer verzweifelten Zärtlichkeit. Bitte begrüßen Sie die Hauptdarstellerin des Films On the Other Side, also auf der anderen Seite, Ksenija Marinković. Hi, welcome. So good to be here. Hello, nice to see you. Thank you so much for coming. Und übersetzen wird für uns Adrian Kostrej. Schön, Adrian, dass du den Job wieder übernommen hast hier für uns. Erstmal willkommen, Adrian. Versuchen wir trotzdem ein wenig erstmal die Grundsituation dieser Frau zu beschreiben, damit wir verstehen, wir sind hier wiederum in einem Film, der zu tun hat mit den Kriegsereignissen. Also die beschäftigen das Kino aus den ehemaligen Republiken Jugoslawiens nach wie vor. Wir sehen immer wieder solche Filme, die eben von den Folgen erzählen. Und vielleicht können wir mal die Situation der Heldin beschreiben. Ich sage ja, sie ist eine ziemlich schroffe Frau am Anfang. Was ist sie für ein Mensch? Wie tritt sie auf? Wie geht sie mit ihrem Leben um? Ona je bila ogrubjela osoba jer je već 20 godina bila zapravo sama i živjela dosta tav život. Sie war eigentlich schroff geworden, weil sie seit 20 Jahren alleine leben musste. Nakon toga da joj se dogodi nešto što ni sama nije znala da će se dogoditi, ona se počne opet otopljavati. Und als sie dann etwas widerfährt, also was sie selbst nicht erwartet hat, wird sie langsam immer wärmer, zu einer immer wärmeren Person. Kao naznake neke moguće ljubavi. Also es kommen die ersten Anzeichen einer möglichen Liebe an. Wir müssen auch dazu noch sagen, glaube ich, und auch erklären, wo ihr Mann eigentlich ist. Warum ist sie so einsam? Warum ist sie so allein auch in dieser Neubauwohnung, in dieser isolierten Lage? Wo ist der Mann? Nastojali smo ili nastoja sam prije svega snimiti jedan ljubavni film, ali koji ima i elemente thrillera. Ich wollte vor allem einen Liebesfilm drehen mit Elementen eines Thrillers. Ja vas najtoplije pozivam da sutra u 8 sati pogledate naš film. Und ich lade Sie herzlichst dazu ein, morgen um 20 Uhr sich diesen Film anzuschauen. An der Stelle könnten wir jetzt eigentlich auch aufhören und sagen, geht hin und seht euch den Film an. Aber wir können schon, glaube ich, ein paar Dinge noch verraten, ohne jetzt den Film zu verderben. Nämlich, wir können zum Beispiel verraten, dass sie Anrufe bekommt. Dass sie Anrufe bekommt, die sie sehr irritieren, sehr beunruhigen und die ja auch wichtig sind dafür, dass die Figur sich so öffnet. Da, tako je. Ja, genau so ist es. Also dieser Anruf löst es aus. Ali možemo otkriti neke detalje. Dakle, riječ je o filmu gdje žena nakon 20 godina dobiva poziv svog supruga koji je nju i djecu, dakle prije 20 godina napustio. Also wir können schon ein paar Details vielleicht verraten. Es geht um einen Film, in dem die Ehefrau, die verlassene Ehefrau nach 20 Jahren einen Anruf ihres Ehemannes erhält, der sie, wie gesagt, vor 20 Jahren verlassen hat und sie weiß nicht, wo er sich aufhält in den ganzen Jahren. I taj muž želi ponovo obnoviti odnos. Und dieser Ehemann will natürlich also diese Beziehung wiederbeleben. Tko je taj muž? Zašto je on napustio obitelj? Wer dieser Mann ist, warum er diese Familie verlassen hat, darum geht es in diesem Film. Jetzt können Sie, Ksenija, jetzt hat der Regisseur ja auch schon gesagt, also Sie haben jetzt nichts falsch gemacht. Jetzt können Sie aber sagen, wie war es für Sie als Schauspielerin? Diese Telefonate sind sehr, sehr wichtig im Film, sind sehr zärtlich. Es ist eine sehr intime Situation. Sie sind in Ihrer einsamen Wohnung und reden mit diesem Mann, hören seine Stimme. Wie war das für Sie als Schauspielerin? Sie sehen ja den Partner nicht, nicht? Also Sie spielen das ja wirklich eben in dem Falle ganz allein. Aber es muss eine Beziehung sein, die Sie spielen. Treba malo mašte i metoda glumačka se zove substitucija.
Also das braucht natürlich ein bisschen Fantasie und die schauspielerische Methode, die man dabei anwendet, nennt sich Substitution. Was meint das genau? To znači da svaka situacija koja vam se događa možete naći način na koji ćete ju prevesti tako da vama puno znači. Also das heißt, dass man eigentlich jede Situation, also der man sich ausgesetzt sieht, so übertragen kann, so übersetzen kann, dass sie einem selbst viel bedeutet. Ali naravno prije svega morate razumjeti o čemu se zapravo radi, oko te osobe jedne i druge. Aber natürlich setzt es voraus, dass sie genau wissen, worum es geht, sowohl bei der Person, die sie spielen, als auch bei der Person, auf die sie reagieren. Also Substitution als Ersatz. Jer je zapravo njezina situacija vrlo teška i vrlo kompleksna i dosta je to bitno bilo prenijeti. Denn ihre Situation ist natürlich eine sehr schwere und sehr komplexe Situation und das war auch wichtig, also dieses auch so wiederzugeben. One interesting detail, jedan zanimljiv detalj. Bilo je, s obzirom da je veliki dio filma u telefonskim razgovorima, vrlo je bilo zanimljivo način na koji smo mi probali te scene. Ein wichtiges, interessantes Detail, also da offensichtlich also viele Teile dieses Filmes sich in diesen Telefongesprächen abspielen, war es wichtig, also war es wichtig, also diese Proben auch richtig zu gestalten. Nikako nismo mogli dobiti pravi rezultat, jer se ljudi na probi vide. Wir konnten so nie das richtige Ergebnis bei den Proben erzielen, weil bei den Proben sehen sich die Akteure gegenseitig. Tako da smo zapravo nekoliko proba napravili tako da su doista glumci u zasebnim prostorijama, da se ne vide. So dass wir dann erst dann also unser Ziel erreichten, als wir bei den Proben tatsächlich so gedreht haben, dass die Schauspieler in verschiedenen Räumen sich aufhielten, ohne sich erblicken zu können. I već se pokazivao da je rezultat poprilično dobar. Und da zeigte sich schon also wie das Resultat, was für ein gutes Resultat es am Ende wird. And something else. I metoda snimanja je u tom smislu bila vrlo posebna. Und natürlich also die Methode der Kameraführung, also der Aufnahmeaufzeichnung, der filmischen Aufzeichnung war auch eine besondere. Snimali smo sa dvije kamere u dva različita prostora. Wir nahmen also mit zwei verschiedenen Kameras in zwei verschiedenen Räumlichkeiten gleichzeitig auf. Dakle u svakom stanu, dakle dva aktera imaju svoje stanove, svaki ima svoju kameru. Also jeder Akteur befand sich in seiner eigenen Wohnung, sagen wir mal so, und in jeder dieser Wohnungen war jeweils eine Kamera und die das alles filmte. Und das kann man eben mit so großartigen Schauspielern machen und bekommt so ein intensives Ergebnis in diesem Film. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Es ist eine Koproduktion Serbien-Kroatien. Das ist inzwischen auch ganz normal übrigens, dass also die ehemaligen Republiken gemeinsam Filme machen, dass auch Schauspieler jeweils in den Ländern spielen. Aber es ist schon sehr faszinierend zu sehen, wie subtil euer Film eben die Spuren des Krieges, der Verbrechen, die Folgen, die Verletzungen sichtbar macht, diese Wunden. Und das wüsste ich gerne noch mal von euch, wie wichtig es für euch war, einen solchen Film zu erzählen, der keine Grausamkeit zeigt, keine wirklichen physischen Verletzungen, aber doch zeigt, wie tief die Wunden ganz offensichtlich eben noch präsent sind. Pa izuzetno je bitno da se pokaže koliko su te rane jake i koliko su te rane duboke i kako te rane teško zacijeljuju u tome. Je point i zato se o tome treba govoriti, a možda na neki način koji je više približen ljudima, a manje politički. Es ist natürlich sehr wichtig, also zu zeigen, wie tief diese Wunden noch sind, wie verletzt die Menschen noch sind und dieses dann natürlich in einer Art und Weise aufzuzeigen, die nicht also der gängigen Politik oder der Politiksprache ähnelt, sondern der Sprache der Menschen selbst. Možda nije osobito pristojno da ja kao redatelj govorim o nekim drugim filmovima o sličnim temama. Vielleicht ist es nicht besonders höflich, also wenn ich jetzt hier als Regisseur über andere Filme zu gleichen oder ähnlichen Themen rede oder spreche. Ali većina filmova koje su dolazili iz te regije imali su uvijek neki alibi. Taj alibi je ovisio o tome od kuda dolazi. Da li ga snima srpski ili hrvatski redatelj? Doch die meisten Filme, die aus dieser Region kommen, hatten immer sowas wie ein Alibi. Je nachdem zeigte sich in Abhängigkeit von dem Land, aus dem die Filme bzw. die Regisseure stammten. Ja sam u ovom filmu kao hrvatski redatelj nastojao razumjeti i hrvatsku i srpsku stranu. Dakle, nastojao sam ne osuđivati, nego razumjeti. Ich hatte als kroatischer Regisseur bei diesem Film oder in diesem Film also versucht, sowohl die kroatische als auch die serbische Seite zu verstehen und keine der beiden zu verurteilen. Ich mislim da je to
prvi korak koji bi se trebalo dogoditi ne samo u filmu, nego i među ljudima, među narodima, koji će omogućiti normalnu konverzaciju i konačno nekako opuštanje odnosa. Und ich glaube, das ist nur ein erster Schritt, der nicht nur im Film also stattfinden soll, sondern auch in der Realität, also zwischen den Menschen und zwischen den Völkern, der dann eines Tages normale Kontakte vielleicht ermöglichen kann und normale Beziehungen. Ich muss eigentlich auch dazu sagen, auch wenn Sie gar nichts von diesem Konflikt mehr verstehen, der ist ja auch sehr kompliziert, das ist lange her, trotzdem ist es ja ein ganz packendes, großes Drama. Es geht eben auch um die Liebe, es geht um die Erfahrung, es geht um die Wärme, auch um den Verlust eben von Nähe. All das kann man also einfach auch als großes Kammerspiel mit großen Gefühlen verstehen, wenn man das alles sozusagen wegwischt, nicht? Was im Hintergrund natürlich da eine ganz große Rolle spielt. Auf der anderen Seite, on the other side, also läuft im Panorama der Berlinale morgen, wir haben es gerade gehört, 20.15 Uhr im Cinestar, das ist dann also die Vorführung. Es gibt drei weitere Termine, wo dieser Film zu sehen ist, übrigens interessanterweise in einer schönen Nebenrolle, Tihana Lasovic. Die ist wiederum bekannt aus dem Film High Sun und auch hier Shootingstar der Berlinale. Also Sie sehen, die sind ja alle auch noch anderweitig beschäftigt, dann eben auch in Filmen. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei den Schöpfern von On the Other Side, bei Srinko Orgresta und Xenia Marinkovic. Thank you very much und natürlich vielen Dank, Adrian, für die Übersetzung. Thank you.